Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Machen wir uns ein bisschen das Motto vom Bundespräsidenten zeigen in dieser Sendung. Wir lachen. Rire, c'est important. Ja, da ist keine Mühe gegeben, oder? Ja. Man muss aufpassen, wenn nicht viel lachen. Die Leute wissen manchmal nicht, warum. Das Leben ist ja lustig. Das Leben ist lustig, aber haben Sie das ein bisschen verfolgt? Die ganze Debatte jetzt um den Bundespräsidenten Schneider-Ammann und die Rede. Ja, auch mit Bedauern für den Schneider-Ammann habe ich es eigentlich verfolgt, oder? Der muss eine Rede haben für die Kranken. Und so wie er halt ist, todernst, ein bisschen langweilig, monoton, so redet er halt. Und sagt, man sollte ein bisschen mehr lustig sein als krank. Und lachen, das ist eine Therapie. Und das wirkt so eigenartig. Und kommt natürlich etwas führen, was allgemein ist. Die Bundesräte müssen immer etwas machen, und machen es in einer Art und Weise, die ihnen einfach nicht entspricht. Wenn man das machen will, schauen, sind mehr lustig, wo man ja auch einen Klon schicken. Und wenn einer kommt, tot, ernst und langweilig und das sagt, wird er selber noch zum Klon, ohne dass er will. Und darum gibt das so ein Echo. Aber haben Sie das auch müssen machen als Bundesrat, dass Sie plötzlich in eine Rolle nie gedrängt worden sind? Ja, man muss auch gewisse Sachen sagen, wo man das Gegenteil muss sagen von dem, ja, Schengen, denkt, ich glaube, oder? Es war etwas gewesen, ich muss sagen, der Bundesrat findet, man müsse Schengen Dublin und wir müssen jetzt wagen mit dem und weiss ich was. Dabei denke ich, das kann ja nie funktionieren. Ich habe es ja gesagt im Bundesrat. Ich darf mir ja da jetzt sagen, weil ich, erstens ist es rausgekommen und zweitens, ich habe im Bundesrat gesagt, ich werde das nie so vertreten, als meine Überzeugung. Weil der Bundesrat hat Sachen beschlossen, die man gewusst hat. Das stimmt nicht, oder? Aber man kommt einfach, man spricht eben dann für ein Gremium. Das ist eigentlich nicht so etwas Absurdes. Aber man sollte auch nicht müssen sagen, das ist noch meine Meinung. Wenn der Bundespräsident Theis hier gesagt hat, wir haben einmütig beschlossen, hätte er gewollt sagen, wir sind einstimmig. Ja, mit dem Blocher. Ja, mit dem Blocher noch, oder? Ja. Also er gewusst, das ist natürlich eine Erfindung, das ist gelogen, oder? Und er wusste, ich kann sich auch nicht wehren, weil man darf ja nicht sagen, wie man gestimmt hat. Und so ist man der Schneider-Ammann vor, es ist Tag der Kranken. Jetzt muss er reden. Und jetzt nimmt er ein Thema, das ihm nicht entspricht. Ich weiß, wer ihm das eingeflößt hat, da mit dem lustig sein und lachen. Das ist doch nicht seine Meinung. Er ist ja nicht ein Mensch, der vor allem andere zum Lachen bringt. Wenn das der Toni Brunner gemacht hat, der viel lacht, oder, wäre das glaubwürdig und lustig und der würde auch immer lachen. Aber ihm nicht. Also muss er eine Rede halten, die gut tönt nach außen. Das ist ja, also ja, ist ja noch nett, he, dass der Kranke sagt, lachen doch auch ein bisschen. Aber wo ihm nicht entspricht und wo auch. Ja, auf drei Sprachen natürlich, oder? Ja, natürlich, dann auch noch. Und dann zeigen, dass er drei Sprachen kann. Das gehört auch nicht dazu, zu den Fassaden, oder? Dass man so tut, das können wir jetzt drei Sprachen, aber auch vielleicht drei, weiß es nicht. Und dann holpert es halt und dann wird man. Und heute kannst du ja nicht etwas sagen an einem Ort, ohne dass es auf der ganzen Welt erscheint. Oder? Du bist ja überall festgehalten, das bringt er nicht mehr weg. Wenn wir früher, wenn wir eine Rede gehabt haben, dann ist es, wäre morgen wieder fertig gewesen, oder? Also, da tut mir leid, aber. Gut, der Bundespräsident muss ja nicht vor allem gut können reden. Das ist ja auch eine Fassade. Und wenn die Franzosen da vor allem ein bisschen hochnehmen, da, der Präsident La Suisse, die mit ihrem Präsidenten ja nicht viel anfangen. Ich meine, wenigstens ist der Schneider aber nicht auf dem Dörf zu der Freundin gefahren. Das wissen wir nicht. Aber, ja, mindestens ist es nicht ausgekommen. Ist es nicht ausgekommen. Aber gleich nochmal, noch ein Aspekt ist doch interessant. In der Welschen Zeitung, der Peter Rothenbühler, bekannter Kolumnist und Publizist, der Roman, die er geschrieben hat, eigentlich müssen wir alle Berater vom Schneider Ammann entlassen. Ja, also das erste war auch, als ich das gelesen habe, was hätte er für Berater? Wer hätte das nicht im stillen Kämmerli gemacht, wenn man so eine Rede muss halten im Bundesrat? Einen allein wie ich, der keinen so Berater hätte, macht man das ja noch so ein bisschen allein. Aber ein Ding, ein Bundesrat hat um sich herum einen Haufen Leute, viel zu viel. Und er sagt, oh, ich muss dann an dem und dem Tag eine Rede halten. Dann haben wir mal etwas vorbereitet, über was sollte man reden, ja, ein paar Varianten und so. Und dann schreibt man mal einen etwas und dann überarbeitet man es. Und dann müssen doch Leute da rum sein. Und man kann ja auch nicht
einen Inhalt von einer Rede machen, ohne dass man den Redner kennt. Oder? Ein Redner, man muss die Kunst von einem, der einen Entwurf macht für eine Rede, ist, sich in den Redner eindenken und sagen, was, ich muss schauen, das ist der Schneider Ammann, der ist ja so, der, nein, da kann ich nicht eine Rede machen, dann viel lachen. Und dann kommt da ein Redner, der nie lächelt oder nie, und es nie macht. Also gut. Aber das ist also nicht die Hauptfrage von unserer Eidgenossenschaft. An dem gehen wir nicht unter. Jetzt vielleicht machen wir noch schnell ganz kurz einen Sprung, dass wir ganz aktuell sind. Einer, der das Problem nicht hat mit so Reden, also einer, der immer auffällt, ist der Donald Trump. Der könnte der nächste Präsident sein von Amerika. Ich mache jetzt einen grossen Sprung vom Schneider Ammann. Aber bleib bei den möglichen Präsidenten. Ja. Also wenn der Präsident wird, hat das auch etwas über Amerika. Der ist einfach das absolute Gegenteil. Mindestens stellt er sich als vom Obama, das dar. Ja, ja. Vom Establishment und von dem Politbetrieb da in Amerika. Und geht da scharf rein, er sagt, sie sind alle korrupt und so weiter. Oder? Und wenn dann das Volk in so einen mehr Vertrauen hat als einen vom Establishment, das sagt dann auch etwas. Das müsste denen zu denken geben, was Emmerich da falsch gemacht hat. Wenn er als Präsident weiß man ja nicht. Ich weiß nur noch, da, bevor der Reagan Präsident geworden ist, hat man also die gleichen Sachen gesagt. Das wäre furchtbar, der Filmschauspieler. Nein, wenn der Präsident wird, und ist in der Zeit, als ich war, der beste Präsident war. Ich habe verfolgt, wie der, bevor der Reagan gewählt wurde, ist Amerika im Elend. Wenn man dort hin war, am Morgen besoffene auf der, in der Anlage, auf den Tisch gelegen, Drogensüchtige, alles voll Bettler, also es war also traurig. Ein Jahr später, nach dem Reagan, ist das alles aufgeräumt gewesen. Also, jetzt vielleicht kennt ihr das auch. Aber ist das nicht ein bisschen Einbildung gewesen? Ich meine, ein Präsident kann ja nicht bewirken, dass die Leute ja, weniger betrunken sind. Ja, könnt ihr vorstellen. Der hat alles sofort angezogen. Hat angefangen mit der Sozialhilfe. Der hat die Leute geschaut, dass die wieder arbeiten. Dann hört das dann schnell auf. Ich weiss noch gut, ich bin in einem Hotel gefahren, da hat es so, in Amerika hat es so immer einen im Lift, der mit einem fährt, oder? Da geht aus Sicherheitsgründen. Und dann habe ich da mit einem geschwätzt, Sport in der Nacht war es. Gewesen. Und habe ich gefragt, was er macht und so, sagt er, ja, denkst du, jetzt müssen wir ein Team machen, ein Unternehmen auf. Sag ich, ja, warum? Ja, wenn der Regen da ist, haben wir keine Chance mehr. Wir müssen jetzt wieder anders arbeiten. Sag ich, was machen Sie denn? Ich mache ein Unternehmen zur Ausbildung von Liftboys. Mhm. Oder? Habe ich gemerkt, wie da die Sache ändert. Und es hat geändert. Gut, die Wirtschaftslage ist ihm auch entgegengekommen. Was, ob die Wirtschaftslage geändert wird wegen dem Präsidenten, weiß ich nicht. Und er ist ja nachher also nicht nur in der ersten Zeit, im ersten Jahr ein guter Präsident gewesen, sondern auch in den folgenden Jahren. Jetzt beim Trump habe ich auch immer das Gefühl, der will gar nicht Präsident werden. Er nimmt es dann in Kauf, wenn er es wäre. Aber so kann man ja nicht vorgehen, wenn man Präsident wäre. Aber gleich, also es ist unvermeidlich, wir können das Thema ein für alle Mal abhalten. Jetzt kommen wir schon vergleichen mit Ihnen. Also in Amerika eben der Trump, in der Schweiz Christoph Blocher, da haben Sie sicher auch schon gelesen. Ja, ja. Und zwar habe ich gesagt, was ist denn das Parallele? Er sei kein Milliardär wie der Christoph Blocher. Er ist Unternehmer. Und ein Unternehmer, wenn er eine gewisse Größe hat, ist natürlich Milliardär. Er hat ja nicht eine Milliarde an Geld, sondern hat ein Unternehmen. Und sie sagen, er übertreibe. Also der ist einer, der sagt, ich habe 10 Milliarden und hat gar nicht so viel. Das weiß ich nicht. Es ist auch ein bisschen zweiseitig, wenn man den immer... Wenn das ein Beruf wäre, sagt immer der Milliardär Trump. Wenn das die einzige Eigenschaft ist, die einer hat, oder? Dann wird er einfach Unternehmen. Der merkt gar nicht, wie viel Vermögen das er hat. Oder? Also, dann haben wir die Frage auch mal diskutiert. Jetzt gehen wir auf die Realpolitik zurück. Wir haben letzte Woche schon darüber diskutiert. Wir sind ein bisschen zu früh gewesen, wenn wir ehrlich sagen. Wir haben am Freitagmorgen haben wir ja die Sendung auf, haben wir über den Entscheid vom Bundesrat zur Masseneinwanderungsinitiative diskutiert. Der Entscheid ist dann am letzten Freitag im Verlauf des Tages gefällt worden. Ich habe einfach den Eindruck, es kommt gar nicht mehr raus. Ja. Das ist so, wobei es ist einfach. Wir haben einen Vertrag mit der Europäischen Union, wonach wir verpflichtet sind, alle Europäer vom Arbeitsmarkt gleich zu behandeln wie die Schweizer. Es können alle kommen, können alle hier arbeiten, sie können alle Sozialleistungen über und so weiter.
Und das hat man gewusst, es gibt ein grosses Problem von der Zuwanderung. Ist ja klar, ein Land mit dem Lohnniveau, ein Land von dem Standard. Das zweitteuerste Land, oder? Ja, haben wir jetzt ja. Zweitteuerste Stadt ist Zürich, haben wir ja. Die Woche. Das gut, aber die Löhne sind eben auch höher. Das ist höher, ja. Natürlich, wenn einer von Polen oder von Portugal kommt, oder, sind das, ist das zehnmal mehr. Oder? Und das gibt einen Druck. Versprochen hat man da, das wären 8 bis 10'000 gewesen, die da mehr kommen, oder? Höchstens 10'000 mehr. Und es kommen im Durchschnitt in den letzten 7 Jahren, seit wir das haben, pro Jahr über 80'000. Und das gibt, wenn man noch die aus dem Asylbereich dazu nimmt, 100'000 pro Jahr werden hier in die Schweiz gepflanzt. Und das hat das Schweizer Volk gemerkt, das geht nicht. Das hat auch Folgen. Und das trifft auch die einzelnen Leute. Der einzelnen Leute geht schlechter. Ist klar, durch das. Es gibt einen Druck. Und die über 50-Jährigen kann man nicht vermitteln. Früher haben wir einen Inländervorrang gehabt für die Mitarbeiter. Das haben wir alles nicht mehr. Darum hat hier vor 2 Jahren das Schweizer Volk und Kanton gesagt, wir wollen das nicht mehr. Der Vertrag muss geändert werden und hat auch geschrieben, wie. Selbstständig regeln. Die Folge muss sein, viel weniger Leute kommen. Wir wollen den Inländervorrang. Bevor man einen Ausländer anstellt, muss man schauen, hat es in der Schweiz jemanden. Wenn in der Schweiz jemanden hat, muss man den nehmen. Und eine Kontingentierung. Man schaut, wo, was, wie viel und da tut man also bremsen. Und dann gibt es auch Beschränkungen bei den Sozialleistungen. Es kann nicht einer kommen und hier 3 Wochen arbeiten und dann hat er das Recht auf die Sozialleistungen während 5 Jahren. Und das ist beschlossen. Und das wollen die nicht und das wollen die EU nicht. Wir haben einen Vertrag. Und die EU tut auch nicht verhandeln. Und jetzt, was hat der Bundesrat jetzt gemacht? Da muss ich das Gesetz vorlegen. Weil bis nächstes Jahr im Februar muss er das in Kraft setzen. Und er hat jetzt ein Gesetz vorgelegt am letzten Freitag. Und da innen steht, wie wir das machen müssen. Und sagt erstmals, man müsse, wenn wir halt nicht einig werden mit der EU, selbstständig etwas machen, eine sogenannte Schutzklausel. Das ist ein Name, weil der kommt vor da in diesen Verhandlungen. Man kann sich schützen vor den negativen Folgen von dieser Einwanderung. Aber die Schutzklausel ist ein leerer Sack. Man weiß gar nicht recht, was da drin steht. Und der Bundesrat hat gesagt, das Parlament kann das jetzt machen. Und jetzt warum kommt man nicht raus, weil jeder hat natürlich eine andere Meinung. Und jetzt kommt es darauf an, ob das Parlament sich auf eine Lösung kann einigen und ob sie den Artikel überhaupt durchsetzen. Das ist natürlich schwierig, weil die Hauptakteure wollen das gar nicht. Die, dass man das durchsetzt, sondern die wollen das Gegenteil, die wollen Personenfreizügigkeit. Also die Hauptakteure jetzt... Ja, das sind also die Wirtschaft, Gewerkschaften sowieso, mit dem kommen sie den Arbeitsmarkt in die Hände über, oder? Die verdienen an dem. Das haben wir letzte Woche mal angetan. Ja, ja, natürlich. Und die wollen flankierende Massnahmen, die wollen regulieren, damit man nicht mehr frei kann Arbeitsverträge abmachen und die Arbeitszeiten muss auf... Der ganze Vorteil haben wir jetzt zu den Händen, wenn man das macht, was die wollen. Und die werden alles machen, um das zu verhindern. Und die Bürgerlichen könnten es ja machen. Die sind sich auch nicht einig. Mhm. Also bei den Freisinnigen weiss ich nicht mehr, was die wollen. Die wollen alle 40. Ja, aber der Müller hat ja gesagt, sie sollen jetzt eine Initiative machen. Ja, ja. Ja. Also vor 14 Tagen hat er gesagt, Inländervorrang, wie wenn das etwas Neues wäre. Es ist selbstverständlich, dass man das dort in der Verfassung rein, muss man machen. Dann hat er scheinbar eins auf den Deckel bekommen von der Freisinn, hat das wieder fallen lassen. Dann sagt er jetzt, wir müssen das zurückweisen, statt das erfüllt. Und jetzt kommt er noch und sagt, wir müssen jetzt eine Initiative machen auf Kündigung von dem Vertrag. Wir lassen das natürlich nicht von den Freisinnigen vorschreiben, was wir für Initiativen machen. Wenn er findet, das sei notwendig, soll er es selber machen. Mhm. Das ist auch gut, also das wird wir noch viel darüber reden. Jetzt ist einfach... Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, Sie sind ja im 10 vor 10 gekommen. Ist ja noch interessant gewesen. Sie sind eigentlich wie ein Co-Kommentator im Studio gestanden und haben die Beiträge angeschaut. Sie sind eigentlich relativ gemäßiger gewesen, oder? Ja. Also Sie haben ein gewisses Verständnis sogar gehabt für den Entscheid vom Bundesrat. Ja, oder man muss anerkennen, ja? Er kommt erst mal eine selbstständige Lösung. Ein Versuch.
eine Schutzklausel zu machen, weil er sieht, es sind auch negative Folgen da. Und die nehmen jetzt zu. Oder die Wirtschaftslage wird schlechter. Weil die Firmen in der Schweiz, die so um den Nullpunkt herumgewackelt sind, wenn die Wirtschaft schlechter geht, das gibt Beschäftigungsschwierigkeiten, das gibt Betriebsschliessungen. Und vor allem von den Firmen, die ein Produkt haben, das man gar nicht haben sollen, wo auch mit, wenn man so viele Arbeitskräfte hat, die man in der Schweiz aufrechterhalten hat. Und die Einwanderung geht weiter. Wegen dem geht die Einwanderung gleich noch. Ist gleich noch da, oder? Und das ist natürlich jetzt, es brenzelt und so muss es schnell gehen. Und das sieht ja der Bundesrat. Wir haben eine Arbeitslosigkeit bei den Osteuropäern, die jetzt da sind. Also Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien zum Beispiel, haben wir jetzt 15% Arbeitslose von denen. Die sind noch nicht lange offen. Jetzt ist schon bereits jeden 7. oder jeden 8. Arbeit, da müssen wir ja alles zahlen. Das ist schon. Und wenn er ausgesteuert ist, ist er in der Sozialhilfe. Und Portugiesen sind 10%, oder? Das ist ein System, das nicht geht. Und das hat man das Gefühl, der Bundesrat hat ein bisschen gemerkt, da laufen wir in den Wind. Der Wind hat ein bisschen gedreht, oder? Ja, darum wollte ich. Sie hat ja mich da gefragt, was ist jetzt das Glas halb voll oder halb leer? Habe ich gesagt, es ist ein Viertel voll. Es ist ein kleiner Ansatz. Mhm. Aber ob man den füllen kann, wissen wir nicht in dieser Situation. Ganz am Schluss dieser Sendung, da können wir die nächste Woche noch diskutieren, ein interessantes Thema, das diese Woche aufgekommen ist. Kernkraftwerke sollen verstaatlicht werden. Hat Sie jetzt die Idee, die da geäussert worden ist, überrascht? Ja. Also zuerst einmal einfach zur Verwirrung. Die sind schon lange verstaatlicht. Die gehören nämlich aber die gehören den Kantonen, oder? Kantonen. Der Kanton ist ja der Staat. Ob es dann der Bund oder der Kanton ist, das sind Staatswerke. Und die Gesellschaften sind auch staatlich geführt. Und darum hat es auch viele Missstände in diesen Gesellschaften. Weil das sind staatliche Unternehmen. Ja, das ist AXPO. Ja. Ich meine, die haben doch jetzt in den letzten Jahren mit dieser unsinnigen Energiewende, wo Deutschland und die Schweiz vor allem falsch reagiert haben, Milliarden verloren an Vermögen. Die haben nie reagiert. Das ist Volksvermögen, das geht bei denen unter. Jetzt fangen die Sachen aufzuwachen, weil sie keine Dividenden mehr bekommen. Oder? Jetzt geht es auf die Staatsrechnung. Oder? Und um was geht es eigentlich? Man muss sehen, wir haben einen ganz verschobenen Energiemarkt in Europa. Und die Ursache von dem ist, dass Deutschland gesagt hat, wir legen die Kernkraftwerke still und fördern mit massiven Beträgen alternative Energien, vor allem Sonne und Wind. Und die zahlen wir. Und tun pro Jahr ungefähr 30 Milliarden an Steuergelder in das hier, um die Energie zu verbilligen. Und der Kleinbezüger, der ja nicht ausweichen kann, der zahlt in Deutschland jetzt den zweithöchsten Energiepreis im Haushalt. Mit dem tut er die neuen Energien subventionieren. Und darum geht der Preis ab. Und darum, wenn die Sonne scheint oder der Wind oder beides geht, wird der Markt so überschwemmt von Energie, dass natürlich die Energie billig wird. Am sogenannten Spotmarkt, das ist so ein, wie eine Börse, wo man Elektrizität kaufen kann, ist der Preis etwa 2,5 bis 3 Rappen. Mhm. Gestehungskosten von der Wasserkraft oder von der Kernenergie ist etwa 4,5 bis 5,5 Rappen. Gibt es keine andere Energie, die zu diesem Preis Strom produzieren kann? Die alternativen Energien, die sind bei 15 bis 20 Rappen, oder? Und die können nichts verkaufen, wenn man sie nicht subventionieren würde. Jetzt subventioniert man sie so verrückt. So, dass es auf dem Markt für Grossbezüger 2,5 bis 3 Rappen können die Energie kaufen. Und jetzt sind sie nicht mehr wirtschaftlich. Man kann nicht Energie verkaufen für 2,5 bis 3 Rappen, wenn sie 4,5 bis 5,5 Rappen kostet. Darum machen die Wasserkraft jetzt enorme Verluste. Wunderbare Energie, die Wasser. Also die beste alternative Energie sind die Wasserkraftwerke, wenn sie mal gebaut sind. Das ist etwas Wunderbares. Das Wasser erzeugt Energie. Und das Wasser muss wieder ruhen. Und das Wasser geht von selber ruhen.
indem es im Wasserkreislauf ansteigt und wieder als Regen und Schnee oben runterkommt. Also einfach zum Sagen, wenn man aus umweltschutzmäßig, hallo, wunderbar, jetzt rendieren die nicht mehr. So eine gute Energie. Aber nicht, weil es bessere gibt, die billiger sind, sondern weil man die subventioniert. Also etwas Ungesundes sein. Ja. Und jetzt, was muss man machen? Jetzt muss man sagen, ja, dann müssen wir die Wasserkraft subventionieren. Das ist auch eine alternative Energie. Müssen wir die auch subventionieren? Jetzt subventioniert man die auch. Hat man jetzt beschlossen. Natürlich wieder unsinnig. Man hat gesagt, die Verlust haben, die werden subventioniert. Also nur die Verlust haben. Man muss einen machen, dass es überkommt. Verlust machen. Also nochmal eine Dummheit, oder? Je mehr Verlust ich mache, desto mehr Subventionen kommen über. Ja. Und das ist also einfach, Verlust zu machen. Dann müssen wir ein bisschen mehr abschreiben und verdienen sie und fertig. Dann haben sie es, oder? Aber das sollte ja nicht das Ziel sein, dass einer Verlust macht. Und jetzt geht es weiter mit der Kernenergie. Die sind in der gleichen Lage. Ganz gute Energie. 4,5 bis 5,5 Rappen. Super, alles tipptopp. Aber sind auch nicht mehr wirtschaftlich. Weil ja die anderen subventioniert werden, also die alternative Energie Wind und Sonne. Und jetzt auch noch Wasserkraft. Und jetzt, wo man, halt, jetzt, wo man Kernenergie auch noch subventionieren. Jetzt, das ist eine Lösung, dass man sie in der grossen Auffanggesellschaft tut und irgendetwas Keibs macht. Also es ist, wenn man die Wirtschaftlichkeit einfach weglässt, führt zu so einem Mist. Und ich meine, in Deutschland, ich habe es schon mal erzählt, mir ein deutscher Unternehmer gesagt hat, ich komme jetzt Elektrizität kann ich jetzt kaufen, abgeschlossen, und komme für jede Kilowattstunde noch 5 Rappen über. Etwas ganz Verrücktes. Also, ich komme Geld über, dass ich jemandem Energie abkaufe. Je mehr dass ich abnehme, desto mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, aber einer macht ja einen Verlust, oder? Der andere verdient dann auch noch, was er liefert. Weil da kommt der so viele Subventionen über, dass Beti ein Geschäft aber der macht. Staat, der Staat. Der Staat, alle. Also ja. Aber es ist ja der Staat, das ist der Bürger. Der Bürger schlussendlich. Steuergelder, der Steuerzahler. Die. Aber es ist ja gleich interessant, man hat sich eigentlich bei dieser Energiegeschichte, die ist immer gut gelaufen, ohne grosse Probleme, hat man sich jetzt auch noch ein zusätzliches Problem aufgelassen. Ja, natürlich. Also der Fukushima hat schon etwas bewegt, dort, oder? Ja, bewegt. Ja. Weil es hat dazu geführt, dass Politiker den Kopf verloren haben. Und in einer Katastrophe, wo man nicht weiss, was ist. Das haben Sie ja jetzt schon gesagt, vor 5 Jahren. Ja. Da tut man einfach keine langfristige Entscheidung fällen. Das ist ein Prinzip, auch ein industrielles Prinzip. Wenn ein Unglück passiert, abwarten mit langfristigen Entscheidungen. Das machen, was für den Moment nötig ist, aber abwarten. Und wir, und vor allem Frau Merkel, natürlich vor der Wahl gewesen. Das war auch ein Wahlmanöver. Also, sie wollen die Grünen ausbremsen? Ja, er sagt mir, jetzt kommen die Grünen und die SP, die sind gegen Kernenergie. Jetzt stellen wir die ab, dann ist das Thema weg. Und sie hat prompt auch die Wahlen gewonnen. Ja, ja, ja. Aber die Wahlen gewinnen und nur indem man einen Blödsinn macht, das ist natürlich auch fragwürdig. Also, das ist eine weitere Ausstrahlung von Teli Blocher. Wir sehen uns wieder nächste Woche zur gleichen Zeit. Wir sehen also viele, viele Themen, die man noch bearbeiten kann. Ich habe mich gefreut, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.